Dort, wo sich die Grenzen von Belgien, Deutschland und den Niederlanden treffen, ragt am Dreiländerpunkt inmitten des Labyrinths jetzt der Amikeo Turo hervor. Im Inneren des freundlichen Turms, so die wörtliche Übersetzung, wird künftig die ungewöhnliche Geschichte von Neutral Morisnet erzählt. Zur Eröffnung der Ausstellung waren Jugendliche aus den ehemals 4 Nachbarländern dabei. Aber warum eigentlich 4? Da sind in die Welt 176 Dreiländerpunkte und da war ein 4-Länderpunkt und das war genau hier. Und das 4. Land war Neutral Morisnet, was man später Amikeo nennen möchte. Und das Land hat 100 Jahre bestanden, war 100 Jahre da. Sprache des Staates Amikeo sollte eine Kunstsprache werden. Auf der Suche nach einer eigenen Sprache für ein eigenes Land. Und das war das Esperanto. Und Esperanto ist die Sprache von der Hoffnung. Und mit der Sprache der Hoffnung, Esperanto, das heißt, dass alle Leute verstehen einander. Und wenn man einander versteht, macht man keinen Krieg. Die Niederlande und Preußen beanspruchten Neutral Morisnet wegen seiner Galmei-Vorkommen für sich. Ein Kompromiss musste her. Also stand das Gebiet ab 1815 unter niederländisch-preußischer und ab 1830 unter belgisch-preußischer Doppelverwaltung. 1919 wurde es im Zuge des Vertrags von Versailles dann Belgien zugeordnet. Yay!